Hi, mein Name ist Jan, ich bin Yogalehrer und unterrichte Yin-Yoga. In diesem Video möchte ich dir eine kleine Einführung geben, was Yin-Yoga bedeutet und wie du es für dich in deiner oder für dich als Yoga-Praxis nutzen kannst. Dabei eins vorweg, also alle Formen von Yoga können uns dabei helfen, gesünder zu werden. Sei es nun auf physischer, psychischer, emotionaler oder auch auf spiritueller Ebene. Es gibt viele Yoga-Formen und Wege, Yoga zu praktizieren. Einige Formen sind darauf ausgerichtet, die Muskeln zu beanspruchen. Sie haben also mehr Yang-Elemente und sollen den Körper kräftiger machen und flexibler. Zudem wirken sie sich positiv auf das Herz-Kreislauf und das Immunsystem aus. Andere Formen von Yoga sind mehr nachgiebig und passiv, haben also mehr Yin-Elemente. In diesen werden die tiefer liegenden Gewebe beansprucht, also unsere Bänder, unsere Gelenke, unsere Knochen und die Faszien. Und auch diese Yoga-Formen können sich positiv auf das Herz-Kreislauf und das Immunsystem ausüben. Es gibt also nicht den einen Yoga-Stil, der passend für alle ist. Wir alle sind einzigartig, haben einzigartige Körper, eine ganz andere und eigene Lebensgeschichte, die uns zu der Person macht, die wir jetzt gerade sind. Und deshalb hat auch jeder seine einzigartigen und individuellen Bedürfnisse an die Yoga-Praxis. Also die Yoga-Form, die mir gut tut, muss nicht die Yoga-Form sein, die dir auch gut tut. Und glücklicherweise gibt es deshalb viele verschiedene Yoga-Stile und auch eine Art Yoga, die dir dabei hilft, gesünder zu sein und dich als Mensch zu vervollständigen. Um diese Vollständigkeit oder Ganzheit zu spüren, ist es erstmal wichtig, selbst in seiner eigenen Mitte zu sein und mit der eigenen Energie wertvoll zu haushalten und sich um seine Bedürfnisse zu kümmern. Im Laufe der Geschichte hat sich Yoga zu einer mehr und mehr körperbetonten Art entwickelt. Das Yang-Element ist hier stärker ausgeprägt und die physische Praxis, also die Asana-Praxis, in ihrer Ausführung immer anspruchsvoller geworden. Der Nutzen einer so aktiven Form der Praxis ist klar, ist groß, doch kommt dann auch immer ein sehr wichtiger Aspekt des Yogas zu kurz. Und ja, Gleichgewicht bedeutet eben, dass der Yin-Seite genauso viel Aufmerksamkeit zukommen sollte wie der anderen Seite, also der Yang-Seite. Und das sollte immer in der Balance sein. Yin-Yoga ist in dem Sinne keine Neuerscheinung. Es kommt der ursprünglichen Form des Yogas sehr nahe, also einer meditativen Sitzposition, die über längere Zeit gehalten wird. Der Yin-Yoga-Stil ist seitdem immer ein Teil davon gewesen und ja, gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Wenn du nur anspruchsvolle oder eine nur anspruchsvolle Form des Yogas betreibst, wird irgendwann etwas fehlen. Und das ist genau diese Yin-Seite der Yoga-Praxis. Yin-Yoga ist eine relativ simple Art der Praxis, aber du wirst herausfinden, dass simpel bedeutet nicht, dass etwas automatisch einfacher ist. Die Vorteile von Yin-Yoga machen sich auf vielen verschiedenen Ebenen bemerkbar. Körperlich wirkt Yin-Yoga in den tiefer liegenden oder in den tieferen Gewebestrukturen, also in den Bändern, in den Gelenken, in den Knochen und im faszialen Gewebe, das den ganzen Körper durchzieht. Und alle Gewebearten brauchen Übung, um gesund zu bleiben. Und gerade im Alter verlieren wir sonst die Beweglichkeit in den Gelenken und auch das Knochengewebe wird poröser und die Faszien verkleben mehr und mehr. All das kann uns langfristig in unserer Beweglichkeit und ja auch so im alltäglichen Leben einschränken. Und ja, Yin-Yoga kann uns dabei helfen, die natürlichen Ressourcen und Fähigkeiten zu erhalten und ist somit auch eine sehr wertvolle Altersvorsorge.
Ja, und auch auf energetischer Ebene wirkt Yin-Yoga der Fluss des Qis, also der Energie, während einer Yin-Yoga-Praxis hilft dabei, Blockaden zu lösen und sich, ja, um sich besser zu fühlen. Und ja, es ist ja genau das, was wir alle wollen. Also wir wollen uns ja wohler fühlen und gelassener und mehr im Gleichgewicht sein. Und ja, Yin-Yoga und dieses lange Halten in den oder das lange Verweilen in den Positionen gibt uns die Möglichkeit, genau das wahrzunehmen. Also das wahrzunehmen hier und jetzt, im gegenwärtigen Moment. Und ja, das ist eine der vielen wertvollen Aspekte des Yin-Yogas. Und ja, auf diesem Kanal oder hier erfährst du einige Positionen in ihrer Ausführung des Yin-Yogas. Und ja, sowohl ihre Position und, die Ausführung, aber auch die, ja, die Kontraindikationen, was zum Beispiel zu beachten ist bei gewissen körperlichen Einschränkungen. Und genau, wenn du gerne mehr über Yin-Yoga erfahren möchtest, dann, ja, dann bleib doch dran hier auf dem Kanal, besuch mich auf meiner Website oder schreib mir gleich eine Nachricht. Ich, ja, egal auf welche Art und Weise, ich freue mich von dir zu hören. Vielen Dank und bis bald.